Ja, Kai, herzlich willkommen. Natürlich hier in Finnland bei der Weltmeisterschaft. Erstmal war ja dann doch ein bisschen mehr Reise, als es normal vielleicht der Fall gewesen wäre. Wie war das denn insgesamt? Nehmen Sie uns nochmal mit. Danke erstmal. Ja, war natürlich schon ein bisschen stressig. Freitag war das letzte Spiel in Providence und dann so schnell es geht alles gepackt, alles erledigt mit der Wohnung und dann rübergeflogen und natürlich, ja klar, ein bisschen Jetlag, aber ich denke, dass ich jetzt auf einem guten Weg bin. Und wie war die erste Einheit dann auch heute mit der Mannschaft? Wie haben Sie sich sofort zurechtgefunden? Auch wieder ist ja nichts Ungewöhnliches logischerweise, aber gerade hier in einem Land, wo durchaus, glaube ich, im vergangenen Jahr der Startschuss internationaler Qualität aufgegangen ist, oder? Ja, klar. Letztes Jahr war die WM ja in Helsinki und ja, ich war gestern auch schon sogar auf dem Eis angekommen, 17 Uhr, und dann sind wir direkt noch aufs Eis mit ein paar Jungs und heute ist das zweite Training und ja, ich bin froh, dass ich gestern das erste schon hinter mich gebracht habe. Heute habe ich mich schon sehr, sehr viel besser gefühlt. Ich meinte auch bezogen darauf, dass man im vergangenen Jahr auch so eine Qualität aufs Eis gebracht hat, dass andere interessiert waren. Ist das sowas, so ein Gefühl, zumindest wieder da zurück zu sein, jetzt nicht in der Stadt, aber natürlich in einem Land, wo bei einem Turnier, ich würde mal sagen, dann eben auch der Stern aufgegangen ist, zumindest um ins Ausland zu gehen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe natürlich überwiegend gute Erinnerungen an die letzte WM und jetzt sind wir wieder in Finnland und ja, aber es ist ein neues Jahr, ein neues Turnier, jetzt ist ein Neustart und klar, natürlich möchte ich aber daran anknüpfen. Jetzt wollen natürlich die deutschen Eishockey-Fans wissen, was ist besser geworden bei Kai Wissmann? Englisch nehme ich an? Englisch auch, ja, mit Sicherheit. Und ja, ich denke einfach generell, dass ich in dem Jahr schon mich weiterentwickeln konnte. Auf der kleinen Eisfläche ist doch alles ein bisschen schneller. Ja, Situation muss man auf engem Raum mehr lösen und ja, ich denke, alles in allem war es auf jeden Fall eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Was hat der Trainer gesagt oder was habt ihr auch vielleicht schon für das erste Spiel ausgemacht? Wie sieht's aus, auch Powerplay? Ja, ich habe heute im Powerplay trainiert, also ich denke, dass es dann auch morgen dabei bleibt, ja. Und ansonsten, Gefühl für alles, was so wichtig ist im Umfeld? Man muss sich ja wohlfühlen, bevor es in ein großes Turnier geht. Das kann ja ein langes Turnier werden. Auf jeden Fall. Ja, ich fühle mich sehr wohl im Umfeld hier. Es ist einfach schön, auch in der Mannschaft zu spielen mit 20 anderen Deutschen. Alle reden Deutsch. Das habe ich schon auch ab und zu vermisst. Und jetzt muss aber ganz klar angesprochen werden, kaum in Deutschland, eigentlich ja direkt wieder weg, weil eben hierher, da ist die Familie aber ein bisschen stinkig, oder? Nee, überhaupt nicht. Sie freuen sich natürlich, dass ich jetzt auch noch zur WM kommen konnte. Und ja, ich werde dann natürlich nach der WM meine Familie auf jeden Fall vorbeischauen, die besuchen. Die Eishockey-WM live bei Magenta Sport.